Hast du in den Kartons gelegen? Ja? Ja, wirklich. Tatsächlich. Neues Auto gekauft. Das wäre geil. Moin Leute, es ist wieder soweit. Wir sind bei uns im Merchandise-Lager. Und wir unterschreiben heute die ganzen CDs für das Deluxe-Album und für das Bundle. Und führen euch auch mal so ein bisschen wieder durch unsere heiligen Hallen hier durch, weil das für mich immer natürlich neben den Konzerten, die großen, immer so ein Zeichen dafür ist, wie absolut groß es bei uns alles geworden ist. Und ich weiß, ich sage das jedes Mal, Merch-Blog, aber es ist wirklich unfassbar schön zu sehen, was wir zusammen auf die Beine gestellt haben. Das ist richtig geil. Ich bin ein stolzer Papa. Und weil das Wetter so geil ist, unterschreiben wir das erste Mal draußen. Wir haben es sonst immer drin bei uns gemacht im Lager. Da ist es ein bisschen frischer. Und jetzt genießen wir mal die Sonne und dann schreiben wir ein paar CDs, lassen die trocknen, packen sie in die Kartons. Und von den Kartons haben wir auf jeden Fall ein paar vor uns. Und dann Zeitraffer und ab dafür. Lager so ein bisschen übernommen. Jetzt hat Tim neue Kartons bestellt für diese Monate. Was? Ja. Cut, ne? Sind die auch richtig heftig zu sehen, ey. Ja, Leute, das sind unsere Kartonagen für. Gar nicht so lange Zeit, leider. Zeigst du, wie lange es hält? Ein Quartal. Hier sind wir im hintersten Teil unseres Lagers und hier sind gerade unsere ganzen Kartonagen angekommen. Das heißt, hier wird, in den Dinger wird alles verpackt, was rausgeschickt wird an Merchandise, CDs, Glücksboxen, Bundles, alles, was wir hier so machen. Und es sind auf jeden Fall viele mittlerweile geworden. Früher haben wir eine Palette bestellt und die hat ganz lange gereicht und jetzt sind es irgendwie 40 Paletten. Und die halten gar nicht so lange, wie wir es uns wünschen würden, aber es ist mega krass, mega geil, das zu sehen, was daraus geworden ist, ey. Hast du in den Kartons gelegen? Ja? Ja, wirklich. Tatsächlich. Leute, am Freitag ist es soweit. Die Deluxe-Version vom neuen Album kommt raus, von vielleicht irgendwann. Und wir haben ein neues Cover, für das wir uns damals, wir konnten uns nicht entscheiden. Das war immer am Anfang das Cover und als Konkurrenz das Logo mit den Wellen, was es im Endeffekt geworden ist. Aber jetzt haben wir eine neue Edition erstellt mit den Bildern, die ursprünglich geplant waren. Und falls jemand die Deluxe-Box gekauft hat, kennt er noch das Tagebuch, das ich drin geschrieben habe, zu jedem Song. Das ist hier drin natürlich weitergeführt. Ich habe zu allen neuen Songs, die rausgekommen sind, natürlich die Gedanken weitergeschrieben. Denn es sind ja 4 neue Songs auf dem Album. Zum Bundle gehört die CD. Zu jedem neuen Song gibt es natürlich ein Polaroid. Das kommt damit rein. Plus eine kleine Karte. Plus das Shirt, natürlich. Und Leute, zum Shirt. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Ich habe euch bei Instagram gefragt, was sind eure Lieblingszeilen vom Album? Die habt ihr mir alle geschrieben und wir haben uns darauf eure Lieblingszitate rausgesucht, die aufgeschrieben und die auf die Rückseite des Shirts gemacht. Das heißt, falls es jemanden von euch gibt, der das eine oder andere Zitat geschrieben hat oder sich rausgesucht hat und das hier drauf gelandet ist, schreibt es gerne runter. Ja, dann packen wir den wohl nochmal. Dann nochmal ein, ne? Das ist doch gar kein Problem. Für die liebe Eileen. Ja, und Eileen kriegt jetzt das erste Bundle. Da kommt das Shirt rein. Das wird verpackt. Mit unserem kleinen Dankesticker. Und das Album dazu. Eine neue Dankeskarte, die wir gemacht haben. Die kommt am Ende im Wurf. Und wir packen Crewpost, Leute. Mit den Polaroids zu jedem Song. Und noch. Zack. Mit einem kleinen Brief, den ich jetzt noch schreibe und kopieren werde, damit auch jedes Paket eine Crewpost mit nach Hause bekommt. Das machen wir jetzt. Und dann Paket zu und ab dafür. Moin, ich stehe gerade in unserem Lager und habe all die CDs für das Band unterschrieben. Kaum zu glauben irgendwie, was in dem vergangenen Jahr alles passiert ist. Vor einem Jahr standen wir auch genau hier und haben auf den Releasern gearbeitet.
Und es ist wirklich unfassbar krass, was hier in diesem Raum und im Lager für Erinnerungen hängen, was wir alles schon für Aktionen zusammen gemacht haben. Und genau das geht jetzt weiter und es wird irgendwie immer, immer größer. Und ja, zurück zur Crewpost, das könnt ihr alles lesen, wenn das Paket ankommt. Viel Spaß damit. So, Brief ist hier drin, Brief ist in der Crewpost. Crewpost kommt jetzt auch mit ins Päckchen, die neue Dackelkarte und das Ganze geht nach Hause zur Irene. Na gut, das ist jetzt einmal ein Karton der Mist geklemmt. Die letzten CDs. Die letzten CDs, Leute. Willst du einen Applaus sein? Dann haben wir es geschafft. Warte. Zwei. Eins. Eins. Okay. Stark. Stark gemacht. Das ging auch relativ flott. Meine Füße sind eingefroren. Geil, ey. Bundles fertig unterschrieben. Auf geht's ans Packen und dann ans Verschicken und dann viel Spaß euch zu Hause damit. Neues Auto gekauft. Sehr geil. Also wir überlegen gerade, für Merchandise einen Container zu nehmen, den man irgendwo hinstellen kann, ob draußen oder drinnen, wissen wir nicht ganz. Mit einer Klappe vorne. Das heißt, wir haben die Theke drin, wir haben drin die ganze Ware und müssen nicht immer den Stand aufbauen, sondern stellen einfach den Container hin, Klappe hoch. Und dann gibt's da Würstchen, Getränke und was weiß. Das wäre geil. Kleiner Imbissstand. Imbiss in Shirts. Und so ein Weißgriller. Eine Ewigkeit später. Das war's aus dem Lager. Wir sind zurück im Studio in München. Und es nimmt langsam Fortschritte an. Und wir sind fast fertig, aber wir planen jetzt erstmal ein bisschen weiter bei Less Excuses und vor allem das vierte Album. Vielleicht irgendwann werde ich die beste Version von mir. Vielleicht irgendwann bin ich mal glücklich im Jetzt und hier.